Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Russland. Und bevor wir jetzt hier gleich ganz groß ins Spielgeschehen hüpfen, zwei Sachen. Die erste Sache, Dankeschön tatsächlich. Ihr habt Hearts of Iron 4 zum meistgeschautesten Projekt in letzter Zeit gemacht, sogar besser als Overwatch. Oder, ja, das andere Gedöns. Ich meine, ich mache ja viel abwechselnd, aber so Hearts of Iron ist mehr oder weniger das Einzige, wo wirklich dauerhaft, wirklich ununterbrochen kommt neben Overwatch, und Hearts of Iron kriegt tatsächlich die meisten Views. Oder generell Strategiespiele, also kann ja sein, dass vielleicht irgendwo eine Marktlücke ist, was Strategiespiele angeht, oder dass ich die halbwegs akzeptabel rüberbringe. Könnt ihr mich mal in die Kommentare wissen lassen, warum ihr Hearts of Iron 4 anschaut, beziehungsweise bei mir Hearts of Iron 4 anschaut. Die zweite Sache ist, aufgrund der Tatsache, dass Hearts of Iron 4 tatsächlich so gut ankommt und ich auch halbwegs viel Spaß dran habe, eigentlich schon relativ Spaß und mir macht schon Spaß, steht die nächste Kampagne schon fest nach Russland, allerdings ohne Mods wird die Türkei. Ja, die andere Geschichte ist, ich habe ja mal gesagt, dass ich das Spiel auf Deutsch umstellen möchte, das geht ja nicht wegen der Mod, die Mod ist ja nach wie vor nicht deutsch kompatibel, wie immer die Mod selber spielen möchte, der checkt einfach mal die Videobeschreibung. So, ansonsten, letztes Mal haben wir ein bisschen Krieg gespielt, glaube ich. Oh, ein Improved Anti-Tank ist, glaube ich, nicht schlecht. Was haben wir letzte Folge gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß echt nicht, was wir letzte Folge haben. Wir Saudi-Arabien vernichtet? Wir haben auf jeden Fall irgendwo Krieg geführt, glaube ich. War auf jeden Fall eine interessante Folge. I don't know. Auf alle Fälle habe ich ausprobiert. Ich habe mal zumindest mal ausprobiert, was wohl passieren würde, wenn ich China angreife. Und das weiß ich jetzt. Ich behalte es allerdings noch für mich. Weil das tatsächlich was passiert, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Also China macht nicht das, wovon man ausgehen würde, dass sie das machen. Was ist das überhaupt? Ach, guck mal. Peninsula Shield Force. Ach, das ist die ehemalige saudische Allianz. Okay, warum die jetzt blau geworden ist von dem hellgrün, das ist eine andere Frage. Gut, wir beschleunigen das Ganze erstmal, weil wir natürlich erstmal unsere Division weiterhin modernisieren möchten. Weil wir sonst natürlich gegen China in der aktuellen Entwicklung tatsächlich komplett chancenlos sind. Was die Panzer angeht, da sind wir komplett durch. Den könnten wir noch erforschen, die BTRMD. Also BTR Light Mechanized. MD steht wahrscheinlich für Mobile Defense. BTR, wo steht BTR eigentlich? Sorry, ich habe keine Ahnung, warte mal. Mir fände es halt cool, wenn man noch die komplette Bezeichnung sehen würde. Also, wofür das halt steht oder so, wäre mal ganz interessant. Ich meine, auch wenn es fiktiv ist, aber dennoch wäre es interessant zu wissen. So, wir brauchen wieder Ressourcen. Oh, ich hasse das, wenn ich Rubber brauche. Egal. Unsere Wirtschaft geht's gut. Sobald wir China haben, geht es unsere Wirtschaft dann natürlich blendend. Was wir auf alle Fälle machen müssen, wir werden die Manpower nochmal hochstellen müssen. Einfach weil China uns nämlich massiv outmannen wird. Die haben nämlich deutlich mehr Infanterie und auch schon Truppen generell. Wir sind übrigens, was die Waffen hier angeht, immer noch massiv hinten dran. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die AK-12. Einfach weil die Werte der AK-12... Wir haben 40 Defense, 15 Soft Attack, also 15, 6 Breakthrough. Und unsere aktuelle hat nur 5 Breakthrough, nur 12 und nur 34 Defense. Also die Werte sind schon deutlich besser. Hard Attack ist auch ein bisschen höher, macht jetzt zwar nicht so viel aus. Aber klar, die Produktionskosten sind auch höher. Eisen ist gleich, aber dauert halt länger, um das Ganze zu produzieren. Aber dennoch ist es halt ein Core-Update. Danach machen wir hier weiter mit den ganzen Thermal-Weapons, Weapon-Mounted Lights. Die ganzen Geschichten, die einfach dann ganz normal die Kampfkraft erhöhen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Zwecks War Economy haben wir ja schon. Total Mobilization wäre das Letzte. Dafür müsste man im Krieg sein. Das habe ich halt verpennt im Krieg, das zu machen. Ansonsten machen wir von Volunteer Only. Gehen wir jetzt einfach mal auf Limited Conscription. Das sollte schon mal auf 2 Millionen hoch. Jawohl. Brauche ich wieder Ressourcen? Ne, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Tschö, mit Ö. Tschö, mit Ö. Dockyards halte ich nach wie vor nichts von. Wie gesagt, Hauptaugenmerk legen wir jetzt einfach mal auf das NATO-Territorium hier. Müssen natürlich dann irgendwann mal gucken, dass wir auf die Insel draufkommen.
Oder wir gehen natürlich erst für Afrika. Wäre natürlich die andere Möglichkeit, dass man zuerst sagt, ich finde es halt schade, dass die KI nach wie vor sehr, sehr passiv ist, was das Angreifen auf Inselgebiet ist. Man könnte versuchen, Irland vielleicht mit reinzuholen. Warte mal, könnten wir Reactionary machen und die Relations improven. Okay, die BTRMD haben wir erforscht, der Rest dauert zu lang, das ist 5 Jahre im Voraus, das brauchen wir nicht. Würde ich sagen, mach mal die Engineer Company 2. Air-technisch sind wir auch noch im Nirvana. Ist das jetzt gerade euer Ernst? Ja, wahrscheinlich. Jawohl. Ihr wollt mich doch ficken, oder? Ey, das ist doch buggy. Ey, das ist nicht möglich, sorry, aber das ist lächerlich. 1900, die fahren ja noch mit Segelschiffen durch die Meere, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, wie schaut's denn gerade so mit Rekrutierungstechnisch schaut's gut aus. Wo sind meine was ist mit den zwei Divisionen eigentlich? Die machen hier Frühstück. Afghanistan, Islamic Republic of Pakistan. Ich würde sagen, was haben die denn so? 17 Civil Factory. Oh. Ich glaube, Pakistan möchte unbedingt 170 Tage, ja. Sonst geht es euch aber schon noch gut, oder? Alter. Gut. Ich möchte auf alle Fälle die zwei Länder haben. Dann können wir nämlich einen Zwei-Frontenkrieg gegen China machen. Ein Frontenkrieg, nämlich nur hier und hier. Wäre zwei Fronten, aber China hatte eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hohe Manpower und wir möchten ungerne einen totalen Vernichtungskrieg. Das wäre ein totaler Vernichtungskrieg. Gehen wir damit mal runter. Was brauchen wir denn jetzt derzeit noch? Wir brauchen auf alle Fälle Panzer. Da können wir Generation 4 Main Battle Tank, Generation 5 Light Tank. Das ist der neue. So, da pushen wir nochmal, machen wir nochmal den. Wo war er denn? Komm, wir machen den Mechanizer. Ne, warte mal. Hä? Ich bin gerade verwirrt, warte mal ganz kurz. Stopp, warte mal. Das hier ist. Ach so, das ist kein Panzer, das ist einfach nur ein Infanteriefahrzeug. Das hier sind die Panzer. Okay. Gut. Machen wir eh wieder wahrscheinlich Ressourcen. Ich könnte natürlich mal meinen Handel einschränken, dass ich nicht so viel exportiere. Wäre dann halt Limited Exports. Dann hätte ich mehr Ressourcen für mich. Geht nicht, weil... Doch, müsste eigentlich gehen. Ich hoffe mal, das geht nur nicht wegen den Kosten. Müssen wir mal gucken. Wir bekommen natürlich jetzt auch kaum politische Power, einfach dadurch, dass ich jetzt natürlich den beiden hier den Krieg vorbereite, den Krieg erklären vorbereite und Irland natürlich versuche zu gehörig zu machen. Man könnte natürlich im United Kingdom später versuchen, einfach eine Rebellion zu starten. Und die dann, also diese Rebellion, ins eigene Land mit reinzuholen. Und dann da die Truppen zu landen. So, das ist wichtig. Dann haben wir schon mal den 5. Research-Slot. Das verbessert dann natürlich nochmal unseren Fortschritt. Weil wir natürlich hier, wie wir sehen können, noch 2000 Jahre hinten dran sind, was die Schiffe angeht. Außerdem möchte ich unbedingt die und Encryption weiter pushen, dass ich halt mehr Forschungsberichte, also dass ich bessere Informationen bekomme. Ich bin halt echt am überlegen, soll ich jetzt Schiffe machen oder soll ich erstmal Battle Plans machen? Ich glaube, ich gehe auf Battle Plans und wir machen Grand Battle Plan Doctrine. Wir sind Russland, wir haben großes Land, wir haben eigentlich auch relativ viele Truppensperter. Da hilft uns so ein Grand Battle Plan mehr als alles andere. Und wir werden, was ist das hier? Das ist hellgrün. Dann machen wir da eine neue zweite Front hin. Beziehungsweise schicken wir nochmal mehr Truppen dorthin. Machen wir gelb
irgendein anderes Symbol. Frontline hier. Dann machen wir hier zwei Fronten hin. Warum nicht? Ansonsten war ich ja divisionstechnisch ganz zufrieden, oder? Wir hatten Support Anti-Tank könnte man mit dazu packen. Ansonsten mehr Infanteriebataillone möchte ich nicht, weil ich halt ehrlich gesagt lieber kleinere Bataillone habe als zu große. Die Tankbrigaden bin ich eigentlich zufrieden mit. Die können wir eigentlich so lassen, wie sie sind. Baue ich Anti-Tank? Ja, und ist auch noch filled derzeit. Wir müssen mal ganz kurz abwarten, was unser Lagerstand sagt. Anti-Tank-technisch haben wir aktuell 3.100 und wir brauchen nur 320. Derzeit. Das ist auch nur der Bedarf jetzt derzeit, weil wir natürlich jetzt das gerade hinzugefügt haben und die ganzen Divisionen jetzt das bekommen. Jetzt sind wir wieder voll, genau. Ansonsten brauchen flugzeugtechnisch aber gar nichts. Konvois läuft. Einzige, was wir noch brauchen, sind Main Battle Tanks. Der produziert pro Tag derzeit 6. Ansonsten sieht alles sehr gut aus. Support Equipment sieht super aus. Infantry Equipment sieht super, super aus derzeit sogar, also waffentechnisch. Anti-Tank, Anti-Air, das ist alles in Ordnung. So, was haben wir hier erforscht? Ach, wir haben gerade Improved Anti-Tank erforscht. Okay, dann machen wir das auch noch gleich mit. Das Tank Upgrade 1. Dann können wir nämlich auch gleich die Produktion von Anti-Tank auf die 2er hochpushen. Da. So. Und Artillerie an sich, habe ich die eigentlich schon? Taut Anti-Air, kommen auch schon auf die 2er hoch, glaube ich, ne? Genau. Und Artillerie ist bereits auf 2, alles klar. So, jetzt haben wir Research Finished mit unserer neuen Wumme. Machen wir das natürlich gleich mal. 90.000 Upgrade, viel Spaß. So, der Rest, das muss natürlich noch alles gebaut werden. Es ist zwar alles Upgrades, aber lieber jetzt als nie. So, jetzt ziehen wir das noch durch. Und dann schauen wir, dass wir 2021 dann geht es ein bisschen ab, gibt es hier ein bisschen Party. Gegen die Islamic Republic of Pakistan. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten diese Länder dem Penicillin Shield Force beitreten. Gut, jetzt haben wir natürlich den neuen Research Slot und jetzt pushen wir die Infrastruktur. Weil diese Infrastructure Projects, die pushen jeweils eine Infrastruktur in allen Gebieten, die wir aktuell besitzen. Ja, das heißt, wir bekommen insgesamt 3 Infrastrukturen in unserem kompletten Gebiet dazu. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, Infrastruktur ermöglicht uns natürlich mehr Truppen in unserem Gebiet zu stationieren und verbessert die Bewegungsgeschwindigkeit. Und wir haben hier teilweise richtig schlecht ausgebaute und können wir halt einfach alles einmal pushen. Ist halt ein schöner Push, besonders nice für große Nationen, die halt eigentlich, sag ich mal, keine Zeit für sowas haben. Weil wir können natürlich dann einfach unsere ganzen Fabriken für den Bau von Military Factories zum Beispiel hernehmen oder halt Rubber, was weiß ich. Und müssen eben nicht Infrastruktur bauen. Ja, das hält natürlich die Fabriken. Ist ein Fabrikenfresser, ist unnötig meiner Meinung nach, braucht man nicht. Deswegen bin ich da ganz happy mit dieser Option in der Mod. So, die neuen, die nehmen wir natürlich gerne mit rein. 3 Panzer auch mit. Warte mal, eigentlich müsste ich hier auch noch eine Front machen. Wisst ihr, was wir machen? Geht mal dort rein. Battleplan löschen. Und dann machen wir eure Front hier hin. So. Gut, wunderbar. Können wir da noch 2 Einheiten. Dann haben wir eine Armee in Afghanistan. Wobei Pakistan ist ja an sich nicht schwach. Die haben ja eine ziemlich starke Armee. Eventuell, so genau wissen wir das nicht. Allerdings hoffe ich mal aufgrund der Tatsache, dass die eben nur höchstens 9 Military Factories haben. Mehr haben sie normalerweise da nicht. Dass, eben keine gut ausgebildet, also auch wenn sie vielleicht viele Truppen haben, dass sie nicht gut ausgebildet sind. Flugzeuge haben sie gar keine, Navy haben sie gar nichts. Haben halt viele Civil Factories und die nehme ich halt gerne mit. Ja, Civil Factories pushen auch meine Industrie dann wieder. Deswegen spricht da eigentlich so an sich nichts gegen. Das EU-Embargo nervt mich halt. EU-Sanctions ist ungeheuer nervig. Gut, kann man jetzt noch nichts gegen ändern. Ansonsten dieses normale Upgrade nehme ich alles gerne mit, aber ich nehme hier mal das Improved Artillery Upgrade 2 mit. Verbessert nochmal Soft Attack um 10%, also Soft Attack richtet sich gegen Infanterie größtenteils. Und Hard Attack und Piercing ist gegen schwerere Einheiten, also Fahrzeuge. Beziehungsweise Panzer, glaube ich, und Soft Attack geht auch gegen leichte Fahrzeuge. Wenn ich mich nicht täusche.
Warte mal, kann ich irgendwo die Defense sehen? Ja, wenn das. Ich mach gar nichts, das geht immer weg. Ich pausiere auch. Ne, ich pausiere nicht. Defense 29. Ich glaube, wenn die. Ich weiß gar nicht. So genau weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal, wann diese Defense useless wird. Also man braucht halt insgesamt mehr Attack, um durch die Defense zu kommen. Und bei Panzern braucht man eben auch Piercing, weil Panzer halt eine bessere Verteidigung haben. Ich müsste mich da tatsächlich nochmal besser informieren, diesbezüglich für genauere Aussagen. aber ich glaube, Hard Attack richtet sich größtenteils gegen schwere Fahrzeuge. Und Piercing richtet sich nur gegen schwere Fahrzeuge. Ach cool, wir können Afghanistan jetzt den Krieg klären. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Werden sie das machen, was ich denke? Oder werden sie mich jetzt ficken? Wenn sie nicht der NATO beitreten, dann können wir es vergessen. Deswegen mache ich jetzt hier ein Save. Könnte mich für hassen oder nicht, aber... erklären jetzt erstmal hier den Schwächling den Krieg. So, ja, call unsere Allies mit rein. Russia goes to war. Bla bla bla. Ja. Und die join dem Peninsula Shield Force. Wunderbar. Genau das, was ich wollte. Und dann erklären wir jetzt direkt den auch noch mit dem Krieg. Ah, fuck, ich habe Allies vergessen. Egal, die Kriege werden eh gemerged, glaube ich. Gleich. Ja. Genau, wir sind bereits... Ist bereits gemerged. Ist ein Instant-Merge gewesen. So, dann machen wir kurz einen Battleplan. Einmal auf Kabul vorrücken. Die Jungs geht nochmal kurz in Position. Und die Jungs hier rücken auf Islamabad vor. Ich hätte gerade was ganz anderes gesagt. So, jetzt lassen wir das mal ganz kurz nochmal vorbereiten. Ich glaube, wir bekommen noch einen Boni. Nicht viele, aber wir bekommen bis zu 50%. Die nehmen wir gerne mit. Lassen unsere Verbündeten mit in Stellung kommen. Ansonsten... Die Shield Force war hier, ne? Die haben aber, glaube ich, gar keine Truppen mehr. So, machen wir einmal blau. Die sollen sich dann um die Dudes da unten kümmern. Ich werde die allerdings nicht vernichten. Ich möchte... Das ist nämlich das Ziel, wenn ich später nämlich China dem Krieg erkläre, dass dieses Bündnis noch gibt, dass China dann dem Bündnis beitritt und nicht der NATO. Das ist das Ziel dahinter. Ich möchte nämlich die NATO so lange wie möglich raushalten. Wir haben hier übrigens massiv Attrition gerade. Beziehungsweise nicht wir, die haben Attrition. Das, okay, das soll mir recht sein. Also. Ansonsten, die sind alle nur Level 1, was? Naja, whatever. Ja, wir machen einfach mal Go. Sollte jetzt eigentlich kein großes Problem darstellen. Genauso wie die hier, dann machen wir auch mal Go. Dann schauen wir mal, was sie drauf haben. Und wir können jetzt, nur können wir nicht. Bitte was? Any enemy country has more than 75. Also wenn die weniger Factories haben wie wir, können wir nicht Total Move. Was ist denn das für ein dummer Shit? Alter. So, Reactionary habe ich schon, ne? Ja. Okay, 42%. Ja, habe ich richtig. Ich dachte schon, ich habe das Falsche ausgewählt. Das Ganze können wir wegmachen. Das interessiert das kein Schwein. Ja, läuft wie erwartet. Afghanistan ist nichts wert. Jetzt bufft man natürlich nochmal unsere Waffen schön. Das können wir auch gleich mal machen. Soft Attack 5%. Das sind alles so kleine Buffs, die uns allerdings dann später dennoch deutlich unterstützen. So. Das machen wir hier kurz und knackig, dass die halt einfach mal gefallen sind. Aber wie gesagt, was ist denn das über? Ach, egal. Komm. Macht sie einfach weg. Wir rollen da einfach mit unserer Armee rein. Das ist eigentlich... Oh. Ah gut, das ist erst eine Division. Der Rest kommt erst noch. Ja, genau. Jetzt kommen die ganzen Reserven mit rein. Und dann sollte sich das mit den Jungs gleich... Die haben, was haben die? 666 Defense. Das ist high. Ich meine, trotzdem keine Chance. Aber trotzdem 666 Defense. Nice. So. Und dann marschieren wir einmal die Hauptstadt rein. Und dann ist der Krieg auch schon vorbei. Einfach so. Afghanistan hat natürlich keine Chance. Die Jungs hier oben hingegen, die Island Pakistan, die wehren sich stark. Ist erfreulich. Gut, ich verstehe jetzt nicht, warum wir den Krieg schon gewonnen haben.
Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber okay. Wir haben... Alle anderen haben keine einzigen Kriegspunkte, deswegen soll es mir recht sein. Wir nehmen uns natürlich alles hier. Gut, geht jetzt natürlich wieder gerade nicht. So, wir passen jetzt ein paar Mal kurz, dass wir genug Punkte haben. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass man dann hier direkt alles kapituliert, aber okay. Boah. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wie gesagt, hier da unten möchte ich, dass so bleibt, wie es ist. Nein, die Fraktion wurde aufgelöst. Ah, das ist uncool. Da wird natürlich spannend, was China dann jetzt macht als nächstes. Okay. Auf alle Fälle haben wir jetzt natürlich die zweite Front. Die ist war da oben, genau. So, Frontline einmal dorthin. Ne, warte mal, stopp, das passt mir so nicht. Die Front ist mir viel zu groß. Kleine Front, so. Einmal. Und... nach China? Und wer war das andere? Gelb, ne? Genau. Ach, das zählt auch mit zu meiner Front. Ah, stimmt ja, die gehören ja zu mir. Okay. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Wer ist das hier? Rot oder was? Dann lösen wir das Russian Theater auf. Machen China draus. So, jetzt haben wir natürlich schöne viele neue Factories und sollten auch viele neue Ressourcen. Ach, warte mal, ich wollte ja... Ach, Dreck. Ich wollte doch eigentlich nochmal den Handel ändern. Na, egal. So, die Upgrades ziehen wir auch noch alle mit durch. Das finde ich halt das Schöne, wenn du genug Möglichkeiten jetzt hast zum Forschen. Und dann machen wir auch noch die Air-Upgrades und dann machen wir weiter mit Encrypting und Decrypting. Okay. Haben wir die Folge doch noch was geschafft. Freut mich. Muss man jetzt gucken, was China machen wird. Das Peninsula, außer die gründen das Shield Force Bündnis neu. Könnte sein, muss aber nicht. So, wir haben jetzt aktuell noch 12 freie Factories. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen natürlich Waffen, die werden alle weit abgegradet. Die Generation Light Tanks sind voll. Finde ich schön. Da brauchen wir natürlich noch massig Upgrades. Dann pushen wir auf alle Fälle nochmal die AKs, würde ich sagen. Haben immer noch... Okay. Gut, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht das alte Zeug bauen. Da forschen wir erstmal noch ein bisschen. Könnte man sagen, hey, das ist dumm. But I don't care. So, machen wir gleich die Dings hier weiter. Und ressourcentechnisch... importieren wir irgendwas, was wir derzeit nicht brauchen? Nö. Wir brauchen aber Stahl. Weil ich halt so viel exportiere. Ich exportiere so viel, dass ich importieren muss, um es auszugleichen. Das ist genial. Okay, wir haben Atomwaffen. Jetzt. Wer hatte denn Atomwaffen? Pakistan hatte Atomwaffen. Pakistan hat sogar 3. Wow. Pakistan war voll mit Atomwaffen. Cool. Sonst construction technisch wird ein bisschen was repariert. Aber wir haben jetzt halt nochmal 48 Factories für unsere Produktion dazu bekommen. Und aktuell sind für die Bevölkerung 60 abgestellt und 40 für Importe, so im Groben aufgerundet. Das heißt, wir könnten nochmal, wenn die Importe weg, könnten wir noch 40 extra. Das sind nochmal 2-3 komplette Bauprojekte fast. Ja, müssen wir auf alle Fall gucken, wie wir unsere Wirtschaft weiter ausbauen. Wie wir es machen mit China jetzt. China ist der nächste große, wird wahrscheinlich in der nächsten Folge, gehen wir dann mal China an. Vor allem, weil man ja ansonsten in der Zwischenzeit auch armeetechnisch ganz gut aufgestellt sind. Wir warten vielleicht nochmal ab, dass wir so die größten Teil unserer Waffen abgegradet haben. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.